Leckere Mayo zum Selbermachen, so geht's. 200 ml Sonnenblumenöl in einen Mixbecher geben, dann ein Ei. Gefolgt von einem Teelöffel Essig, einem Viertel Teelöffel Salz und einem Viertel Teelöffel Senf. Pürierstab rein und dann kann's losgehen. Wichtig ist, dass du den Pürierstab zuerst am Boden hältst und erst nach einer Weile langsam nach oben ziehst, damit du eine tolle Konsistenz bekommst. Die Grundmasse kannst du nun nach Belieben würzen, zum Beispiel mit Zitronensaft und Pfeffer. Das ausführliche Video dazu verlinken wir dir in der Beschreibung. Jetzt bist du dran, probier's mal aus!